Hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir machen nochmal ein bisschen Gerümpelbesprechung und zwar dieses Ding hier. Das ist ein Paragon 48 von Gregory. Gregory ist ein amerikanischer Rucksackhersteller. Baut scheinbar sehr, sehr gutes Zeug. Ich hatte mal das Ding kurz vorgezeigt, als er ganz neu gewesen ist, dass ich den halt neu habe, weil es gerade thematisch in ein anderes Video reingepasst hat. Was ich noch nicht gemacht habe, ist ihn wirklich lange benutzt und danach drüber gesprochen zu haben. Ja, das haben wir noch nicht gemacht. Und das werden wir jetzt nachholen. So ein bisschen Vor- und Nachteile. Wie gefällt er mir denn? Was stört mich ein bisschen? Was finde ich ganz, ganz toll? So in die Richtung. Ne? Also, ich habe ihn jetzt mal befüllt mit allem möglichen Schrott. Einfach damit er befüllt ist. Ganz interessant ist erstmal, um unten anzufangen, selbst wenn man es jetzt voll ausgeplustert hätte. Das Bodenfach, hier sieht man es, hat so eine leichte Schräge, ja, hier, das ist recht schräg. Das ist für mich neu, weil ich gewohnt bin von Rucksäcken, dass das Bodenfach wie so ein dimensionsvoller Hintern so ein bisschen nach hinten absteht, ja, gerade wenn man es groß vollpackt. Und das war im ersten Moment irgendwie immer komisch. Ich würde nicht sagen, das ist ein Nachteil, aber es ist einfach anders, als ich es gewohnt bin und führt dazu, dass ich mit diesem Rucksack eine Sache nicht machen kann, die ich eigentlich gerne mache, aber würde ich mit dem sowieso nicht, dafür ist er zu filigran, in Anführungszeichen. Nämlich ihn so rum hinschmeißen und mich dann hier aufs Bodenfach draufsetzen. Das mache ich eigentlich sehr, sehr gerne bei großen Trekking-Rucksäcken, also so Modelle 70 Liter plus. Hier nicht, weil geht nicht. Und weil das ist ein für mich bis zu einer Woche Rucksack. Ja, also Touren, Woche und Wochenende, sowas in der Richtung. Eine Übernachtung kann man natürlich auch schon mitnehmen. Ist ja oft so, dass man fast schon das gleiche Equipment braucht für eine Übernachtung, wie man für drei oder vier am Stück braucht. Irgendwie so um den Dreh. Natürlich mehr Essen, aber sonst ist die Ausrüstung ja dieselbe. Ja, also dieser Formfaktor, der ist einfach ungewöhnlich. Dann, was hat er hier vorne drauf? Hier hat er ein Netz. Und dieses Netz, das ist ja auch beliebt bei Ultraleichtrucksäcken, dass die überall solche Netzdinger haben, wo man dann schön Zeug verstauen kann. Ich muss sagen, das finde ich richtig cool. Damit habe ich mich sehr schnell sehr angefreundet. Das hat kein anderer meiner Rucksäcke. Daher war das neu und finde ich toll. Man kann super gerade irgendwelche Klamotten reinstecken, die man nur hin und wieder mal braucht. Ein Schal, Handschuhe, Mütze, sowas. Hut passt nicht rein. Der wird sowieso nicht abgezogen. Sondern, ja, auch was gut ist, sind Schokoriegel, kleine Snacks für zwischendurch. Der Kategorie, okay, ich mache jetzt Pause, ziehe den Rucksack auch mal ab. Will eine Kleinigkeit mampfen, aber dann geht's wieder weiter. Ja? Also ohne, dass man gleich noch anfängt zu köcheln und so. Das wäre ja eine große Pause. Beziehungsweise, das mache ich ohnehin nur abends und morgens, wenn ich auf Tour bin. Also für mich persönlich. Kann ja Leute geben, die das anders tun. Und gerade sowas da unterbringen, hat sich eigentlich als ganz schön herausgestellt. Viel Platz hat es nicht, gerade wenn der Rucksack voll ist. Das sieht im leeren Zustand sehr geräumig aus. Aber ihr seht, ich kriege hier meine flache Hand gerade noch so ein bisschen abgehoben und das war's dann auch wieder. Ja, also man darf da keine Wunder erwarten. Mit viel Gequetsche passt gerade noch so vielleicht noch eine Regenjacke rein. Gerade noch so, wenn der Rucksack eh nicht so voll ist. Aber das war's dann. So, Bodenfach hier von vorne gesehen, das hat auch noch die obligatorischen Strippen, mit denen man das Bodenfach noch zusätzlich fixieren kann. Apropos Bodenfach, der Rucksack ist durchgängig. Ich glaube, der hat noch nicht mal eine Unterteilung zwischen Boden und Hauptfach. Super gemacht finde ich diese Strippen hier, dass die doch relativ geräumig sind, dass man da mindestens noch einen Tarp, ein Poncho, theoretisch auch eine zusammengerollte Regenjacke oder sonst was, sich vors Bodenfach schnallen kann. Was nicht geht, dafür sind sie dann wieder zu kurz, sich dann gleich ein ganzes Zelt dran zu hängen. Es sei denn, ein sehr, sehr kleines Ein-Personen-Zelt. Irgendwie sowas, die Kategorie. Aber das, ich sag mal so, ich finde es nicht störend, aber die Flexibilität wäre noch etwas höher, wenn diese Strippen einfach noch mal 5, 6, 7 cm länger wären. Dann müsste man die natürlich auch aufräumen und müsste noch irgendwie so ein strapper Befestigungsdingens dran machen, was im Übrigen dran ist. Hier, hat man so ein
so ein Schieberlein, mit dem man das auch befestigen kann, damit da nichts rumschlackert. Also das ist toll gemacht, auch so Details eben. Jede Strippe hat so ein Schieberlein, mit dem man die Strippe irgendwie befestigen kann, damit es nicht schlackert. So, ja, also das können ein Ticken länger sein, aber das ist Gemecker auf ganz hohem Niveau, das muss auch nicht. Ich glaube auch kaum, dass es jemand gibt, der sich da ein fettes Zelt dranhängen möchte. Ah, okay, vielleicht, aber ich nicht. Demzufolge, das passt schon definitiv. Ja, die Tasche hat mal gesagt, hier nochmal eine Kleinigkeit, die mich ebenfalls etwas störend finde. Man kann diese Tasche hier zumachen, man kann sie auch zuziehen. Hier ist eine Strippe, da. Aber, Problem, will man diese Strippe lösen, muss man unter das Deckelfach. Und je nachdem, wie prall der Rucksack gefüllt ist, kommt man an den Löser der Strippe für diesen Netzbeutel gar nicht dran. Jetzt geht's, muss man rumfriemeln, dann kommt man auch dran. Aber das kann einem bei wirklich prall gefülltem Rucksack, kann das nerven. Das hätte man ein bisschen besser lesen können, dass der Clip vielleicht einfach weiter runter ragt, ne? Dass der Clip an der Schnur ist und da einfach weiter runter geht, damit man da auch drauf zugreifen kann, ohne gleich hier unterm Deckel rumfummeln zu müssen. Deckel ist natürlich mit den üblichen Clipsies hier befestigt und das wäre vielleicht auch nochmal ein Kommentar wert. Der Rucksack ist schon als Leichtgewicht-Rucksack konzipiert. Nicht ultra light, aber leicht. Der wiegt ein knappes Kilo, irgendwie sowas um den Dreh und hat eben 48 Liter, was ich einen sehr, sehr guten Deal finde. Tolle Trageeigenschaften bis circa 14, 15 Kilo. Danach nicht mehr ganz so toll, sage ich jetzt einfach mal. Aber bis dahin wirklich toll, super angenehm, kommen wir gleich noch zu. Interessant ist halt, dass sie unter anderem Gewicht dadurch gespart haben, dass solche kleinen Clipsies halt wirklich kleine sind. Ja? Das sind nicht so riesen massive Schnallen, wie ich die zum Beispiel von meinem Fjällräven-Rucksack gewöhnt bin. Auch von all meinen anderen großen Trekking-Rucksäcken, die haben alle so richtig krass massive Schnallen, die ungefähr mindestens doppelt so groß sind wie die hier. Und das spart Gewicht. Ja? Das ist vielleicht nicht der ausschlaggebende Faktor, aber unter anderem sparen sie dadurch Gewicht. Ist das deswegen jetzt sofort kaputt? Ne. Hatte ich irgendwie auch nur mal ansatzweise das Gefühl, dass da irgendwas locker ist, dass da irgendwas zu brechen droht oder nicht stabil ist? Ne. Kann ich nicht behaupten. Also null Gebrauchsspuren. Der Rucksack sieht quasi aus wie neu, abgesehen von ein bisschen Dreck natürlich. Nichts abgenutzt. Das klappt super, reißt nichts aus. Ich meine, ich will mit dem Teil ja auch nicht 25 Kilo oder 30 Kilo oder sonst was transportieren, sondern 15. Sowas um den Dreh höchstens. Eigentlich gerne 10 und drunter. Ja, das wäre schon cool. Das wäre schon cool, wenn man, habe ich bisher auch meistens so gemacht, dass ich den für Gewichte unter 10 eingesetzt habe. Ausgenommen Wasser. Ja. Aber ja, klappt also auch tadellos, wenn die klein und vergleichsweise filigran sind, diese Bändchen. Warum hier so eine gelbe Strippe ist und das da an so einer gelben Strippe hängt, habe keine Ahnung. Vielleicht. Und hier auch wieder. Ne? Vielleicht ist das nur ein Designelement. Ich habe keinen Schimmer. Ich habe mich schon oft versucht zu fragen, was soll das? Soll das, bewirkt das irgendwas? Hat das eine Funktion? Wüsste nicht welche. Ja? Aber wenn es nur das ist, so. Deckelfach, beziehungsweise Deckel. Der Deckel lässt sich auch abnehmen. Man kann den auch mehr oder weniger als Hüfttasche verwenden. Das geht. Das ist aber alles nicht so richtig toll. Aber gehen würde es, wenn man das da mal unbedingt machen wollen würde. Deckel hat ein sehr großes Innenleben. Dieses Deckelfach ist vergleichsweise wirklich sehr geräumig für den doch eher kleinen Deckel. Da kriegt man, was wird das haben, so 2-3 Liter gefühlt hat das schon, wenn man ordentlich stopft. Aber dann war es das auch wieder. Da drin ist auch noch hier so ein Karabinerchen, wo man sich zum Beispiel einen Schlüssel festmachen kann, was ich auch gerne tue. Weil den brauche ich ja unterwegs nicht. Und es gibt hier oben nochmal so Laschen, die gelben hier. Da drüben ist auch nochmal eine, mit denen man, und vorne sind auch noch zwei, hier und da,
auf dem Deckel noch eine Isomatte befestigen kann, einen Schlafsack, was auch immer. Also das finde ich sehr, sehr, sehr schön, dass die Option zum Hochstapeln also durchaus gegeben ist, noch ein Zusatzausrüstungsgegenstand. Weil nur in Anführungszeichen 48 Liter kann für eine Trekkingtour je nach verwendeter Ausrüstung ein bisschen knapp sein, auch je nachdem, wie lang die halt sein soll. Und wenn man dann sowas wie eine Isomatte, gerade wenn man noch eine Festschaum-Isomatte verwendet, soll ja Leute geben, die das noch tun, kann ich auch gut verstehen, die sind ja auch toll, kann man die problemlos hier oben drauf. Ja, oder ein Glas, oder ein Zelt. Für mich persönlich wird wahrscheinlich bei der nächsten Tour, wo ich den im großen Stil mal verwenden werde, will ich noch gar nicht so viel zu verraten, ist noch alles nicht spruchreif, aber da wird wahrscheinlich das Zelt oben drauf schnallen durchaus in Frage kommen. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das echt mache. Ja, es gibt theoretisch natürlich innen drin, nein, gibt es nicht. Ha, das finde ich gut. Ja, der hat mal keinen Innenreißverschluss im Deckel. Ich brauche den nie. Nie brauche ich diesen blöden Innenreißverschluss, weil wenn du außen das Deckelfach vollstopfst, dann kriegst du da innen eh nichts mehr rein. Deshalb finde ich das blödsinnig. Und da finde ich es super gut, dass er das gar nicht hat. Wusste ich gar nicht. Beziehungsweise hatte ich wieder vergessen. Gut, machen wir mal, bevor wir das Ding ganz aufmachen und den Krempel rausnehmen, damit er noch Form hat. Das Tragesystem, das ist im Wesentlichen hier so ein Netzrücken. Belüftung kommt dadurch zustande, dass hier immer mal wieder zwischendrin eben so Löcherchen im Polster sind. Und das Polster selber ist auch luftdurchlässig, das heißt, da soll eine gute Belüftung herrschen. Ich bin ein viel schwitzender Mensch, mir ist Belüftung am Rücken völlig Wurst. Ich kriege bei jedem Rucksack einen nassen Rücken, spielt für mich keine Rolle, ja. Kann sein, dass das gut ist, kann sein, dass das besser ist als anderes, aber ich habe noch keins gefunden, was irgendwie funktionieren würde. Auch hier. Irgendwie hier hinten gibt es auch irgendwo so ein Wasserdingerich für die Wasserblase, die man da theoretisch drin haben kann. Das interessiert mich nicht, die benutze ich nie. Hier haben wir also dann noch zwei schöne Schultergurte. Da das ja eher für leichte Lasten ausgelegt ist, das Ding, ist der Hüftgurt gar nicht mal so massiv, aber doch deutlich vorhanden. Ja, also der übernimmt schon Gewicht. Ich habe aber doch auch einen Großteil des Gewichtes oft auf den Schultern. Schulterriemen sind prima. Kommt man hier auch wieder dieser filigrane, kleine, dünne Gurt. Das ist der Brustgurt. Ohne irgendwie noch ein Gummichen. Ein einfach gehaltener Brustgurt. Reicht aber. Stört mich in keinster Weise. Das langt mir vollkommen. Es gibt hier noch Möglichkeiten, an diesen Laschen irgendwelche Sachen an den Schulterriemen zu befestigen. Da oben drüber ist auch nochmal eine Lasche. Und das hier soll für die Sonnenbrille sein. Das ist eine Sonnenbrillenbefestigung. Irgendwie steckt man die dann wohl da oben rein und fädelt sie hiermit irgendwie. Keine Ahnung, wie das genau funktionieren soll. Ich trage nie Sonnenbrille. Deswegen hat mich das auch nicht beschäftigt. Aber wer gerne und viel Sonnenbrille auf hat, der freut sich vielleicht über einen Sonnenbrillenhalter am Schultergurt. Auf der anderen Seite gibt es hier noch so einen Clip fürs Trinksystem. Den ollen Schlauch davon brauche ich auch nie, aber ist da. Und auch wieder hier noch Schlaufen, wo man noch irgendwas einhängen könnte. Ein Taschenmesser vielleicht, wenn man da irgendwie Lust drauf hat. Ja, das geht schon. Ja, sonst einfache Platte. Platte höhenverstellbar, je nachdem wie groß man halt ist. M. und ich habe es relativ weit unten. Das bedeutet, der Rucksack ist relativ weit hoch eingestellt. Das funktioniert ganz einfach. Man macht hier einfach den Klett. Ne? Klett auf, zack. Ist jetzt offen und dann kann man einfach den Schulterriemen rauf und runter schieben. Ich will es nicht verstellen, weil es gerade perfekt auf mich eingestellt ist. Aber das ist ganz simpel. Also kein Problem auch mit mehreren Leuten, die sich den Rucksack vielleicht eventuell teilen wollen. Er hat keinen Frontzugang, gibt's nicht. Finde ich auch gut, brauche auch nicht jedes Mal, schon gar nicht beim kleinen Rucksack. Und damit machen wir ihn auch mal kurz auf. Also hier oben wäre noch, das wäre der Haken gewesen für dieses Teil. Ne? Das haben wir hier. So, und das ist Gemecker auf hohem Niveau, dass mir das nicht ganz passt. Beim Aufmachen wäre noch anzumerken, es gibt hier oben drauf noch ein schönes langes Strippchen, um unter dem Deckel selber auch nochmal große Ausrüstung zu verstauen. Nehme ich fast immer für eine Jacke, kann man aber sicherlich auch theoretisch da das Zelt hinpacken. Oder eine kleine Isomatte oder ein Tarp. Ja, schön als Wurst gerollt, geht dann schon. Auch cool, so ein kleines Detail. Hier bei der Öffnung finden wir einmal diesen Ring,
Der ist zum Zumachen, muss man sich nur merken. Daran ziehen, dann zieht man den Rucksack schön zusammen. Ja, die Schneeschürze zu, Öffnung zu. Und das Gelbe, das ist der Quick Release Dingerich, ja, mit dem man ihn sehr weit aufbekommt, auch ohne mit nur einer Hand. Gerade wenn man hier nach unten zieht und wenn man eine zweite Hand dazu nimmt, hat man sofort den Rucksack offen. Da muss man also nicht lange suchen, wo ist das Bändel zum das machen, wo ist das Bändel zum jenes machen. Und das finde ich sehr cool. Das macht Freude. So, Schneeschürze ist klar. So hoch ist sie. Mehr kommt da nicht. Dann kann man die natürlich runter und dann habe ich jetzt hier drin einen Tarp und ein Kissen und eine BW-Zeltbahn. So, das war schon. Hier hinten dran in Orange gehalten, wieder in diesem Gregory-Gelb. Der Rucksack ist ja schlicht, aber immer mal wieder dieses Gelb zwischendrin. Die Trinkblasenhalterung. Das Anführungszeichen Blöde ist, dass dahinter direkt auch das Rückengestell ansteht. Der hat also keine Schienen, sondern der hat eine Platte, damit der Rücken eben entsprechend stabil ist. Die ist leicht elastisch, das heißt, der Rucksack passt sich wunderbar, gerade bei geringfügiger Beladung bis 8 Kilo, irgendwie sowas, sehr merkbar, dem Trageverhalten an. Der schwingt so ein bisschen mit, wenn man den Oberkörper etwas beweglich sich bewegt. Der Rucksack macht es ein wenig mit, dadurch, dass der halt doch eine gewisse, er ist schon verwindungssteif, aber hat schon noch, seht ihr, der ist schon sehr elastisch. Das ist toll, es trägt sich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr angenehm. Das bin ich von den heftigen Teilen, großen Rucksäcken nicht gewöhnt. Und trotzdem hat man auch eine super Rückenversteifung. Das Ding ist, wenn man jetzt hier irgendwelche spitzen Sachen reinpackt, da drückt auch nichts durch in den Rücken. Das geht nicht. Das ist also wirklich schön massiv. Hat Luftlöcher, genau an den Stellen, wo auch hier die Löcher im Polster sind, für die bessere Luftzirkulation. Aber ich kann, wie gesagt, nicht sagen, ob das was bringt oder nicht. Ja, das gelbe Ding, also ich brauch's nicht. Und sonst das Innenleben ist halt nach unten dann ein großer Sack. Klar, ne? Machen wir nochmal spaßeshalber den Fußboden auf. Und ja, das hatte ich also richtig in Erinnerung. Das Bodenfach ist einfach nur ein unterer Zugang. Es gibt keine Unterteilung zwischen Haupt- und Bodenfach, sondern einfach nur hier unten nochmal eine Klappe. Das finde ich auch gut, weil dafür ist der Rucksack einfach zu klein. Da braucht man das nicht. Ich stopfe zum Packen immer von oben hier unten massiv rein meinen Schlafsack. Ganz, ganz, ganz nach unten, damit der Rucksack eine gewisse Basisstabilität aufweist. Dann kann man auch schön alles Weitere noch nachpacken. Und ja, ich wüsste auch nicht, wann man den Schlafsack rausnimmt, außer ganz am Abend. Deswegen brauche ich den früher nicht, dann kann der ganz nach unten. Und ich nehme mir gerne das Zeug von oben, eben dann von oben der Reihe nach raus. Selbstverständlich hätte man klar mit der unteren Klappe den Schnellzugriff auf Dinge, die man schnell braucht, wenn man sie dann unten hat. Wer das dann unbedingt so packen möchte, der darf das selbstverständlich gerne tun. Mir ist aber die stabilisierende Wirkung des Schlafsacks ganz unten wichtiger, als die Tatsache, dass ich da irgendwie schnell an was rankomme. Außerdem, tagsüber, ich laufe die ganze Zeit. Ja, ich will nicht tagsüber an meinem Krempel rumfummeln. Ich will nicht was weiß ich was rausholen, während ich tagsüber unterwegs bin. Sondern das bisschen, was ich da dann noch über Tag brauche, das passt wunderbar ins Deckelfach und dann ist gut. Eigentlich hätte ich das ganze Bodenfach also nicht gebraucht. Bei gutem Wetter habe ich den Schlafsack gerne ohne Hülle einfach so unten reingestopft und dann ist es ein Komfortfaktor, dass man unten aufmachen kann, sich sofort seinen Schlafsack rausreißen kann und hat ihn einfach etwas schneller griffbereit, als wenn man ihn oben rausgruschelt, bevor man alles andere rausholt. Und man kann zum Beispiel, wenn man seine Klamotten ungefähr in der Mitte aufbewahrt hat und seinen Großteil seines Essens, was man jetzt halt gerade nicht braucht, auch ganz gut im Rucksack drin lassen, indem man seinen Schlafsack halt unten rauszieht und von oben dann halt alles wieder dicht macht und so weiter. Nochmal neu packen muss man ihn am nächsten Morgen sowieso, aber das Zeug fliegt zumindest nicht in der Gegend rum. Das heißt, ich finde das ganz schön. Aber aus Gewichtsgründen hätte ich auf das Bodenfach tatsächlich verzichten können. Will mich aber nicht drüber beschweren. Ja. Das ist es im Grunde. Mehr kann der nicht.
Und mehr braucht er auch nicht, damit er halt eben super leicht bleibt. Er ist eben auch entsprechend klein und dünn, wie man hier sehen kann, dass das wirklich, wirklich ein dünnes Rucksäckchen ist. Ja. Und genauso soll es sein, für das, was ich den haben möchte. Ja, nochmal. Robust, bisher problemlos. Ich meine, ich will den nicht gegen die Wand schmeißen. Ich will den auch nicht hinterm Auto herziehen und Abhänge darauf runterrutschen. Ich möchte ihn durch die Landschaft tragen. Und klar kann man den durchaus vom Rücken auf den Boden plumpsen lassen, ohne dass der irgendwelche Schäden davon nimmt. Das hält er schon aus. Also bisher zumindest. Und das ist alles kein Thema. Nochmal, super bequem. Tolle Trageeigenschaften, sehr, sehr, sehr leicht für das, was er liefert. Reichlich Stauraum mit der Netzfronttasche und der Deckeltasche. Auch reichlich Möglichkeiten, nochmal Kleinkram unterzukriegen. Außerdem gibt es hier noch eine Netzhüfttasche und drüben eine geschlossene Hüfttasche. Super für Kompass-Taschenmesser. Von mir ist auch nochmal ein Müsli-Riegel, irgend sowas in der Richtung. Ersatzkamera, Akku, sonstiges Kamera-Equipment für mich immer ein Thema. Dafür könnten sie noch einen Hauch größer sein. Das wäre noch schön, aber individuelle Vorlieben, ja. Nichtsdestotrotz ist das ein wirklich, wirklich toller Rucksack. Vielleicht mein bester, ja. Jetzt kann man natürlich schwer Äpfel mit Birnen vergleichen. Ein 48 Liter Rucksack ist halt kein 80 Liter Rucksack. Und der ist auch nicht ausgelegt für extreme Lasten, aber von der technischen Machbarkeit, von der Verarbeitung, von der Anpassung an den Körper, an den Bewegungsapparat, das Trageverhalten und so weiter, ist der wirklich mein bester Rucksack. Ich war da sehr, 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 auch schon beim Anprobieren war der einfach super überzeugend und jetzt auch nach vielen, vielen Tourtagen mit dem Ding, toll, wirklich toll. Was ich noch vergessen habe, unter diesem Netzding ist hier noch, Moment, da kann man sehen, ein Reißverschluss, da, ja, und der ist dafür da. Natürlich kann man da reinmachen, was man möchte, aber eigentlich gehört da die Regenhülle rein. Die ist mitgeliefert, ich habe sie jetzt gerade sonst wo rumliegen. Die passt da auch wunderbar, wann sie ist sogar, ach, da ist sie ja, sie ist gelb. Ja, ich glaube, die ist bei allen Modellen gelb. Wieder in diesem Paragon-Gelb, was er halt nicht grau ist, ist er gelb. Da das hier ein Trekking-Rucksack ist, ist eine gelbe Regenhülle sehr sinnvoll, weil man möchte ja vielleicht eventuell was dabei haben, mit dem man auch mal gesehen wird, ein Notsignal abgeben könnte oder sonst wie. Cool, dass die so klein ist, die wiegt ja gar nichts. Bin gerade selber gerade begeistert. Ja? Und da passt der Rucksack auch gut drunter, sofern man nicht obendrauf noch ein Zelt schnallt, hinten dran noch eine Isomatte und so weiter. Dann müsste man sich nochmal eine separate Regenhülle kaufen, die nochmal eine Ecke größer ist, weil dann wird es zu eng. Aber solange man nur den Rucksack selber voll macht, auch egal wie voll, passt er hier noch super drunter. Und da hatte ich bisher auch noch keinerlei Probleme, die ist toll. Ja. Ja. Ich meine ja bloß, ja? Was ihr damit jetzt anstellt, ist mir scheißegal. Link zum Produkt gibt's nicht. Irgendwie sonst wie Werbung mit dem Hersteller. Nö, ich habe mir das Ding gekauft und sage euch jetzt, ob er mir gefällt oder nicht. Fertig, aus. Ja, also macht damit, was ihr wollt. Ist mir völlig Wurst. Tschüss.